Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Jo, gleiche Aufnahmesession und ich gehe hier nicht sporadisch nach oben, Leute. Ich weiß auch nicht. Seitdem ich das Wort sporadisch einfach mal irgendwann gehört habe, verwechsel ich das sporadisch immer mit spontan. Ich kann es mir nicht erklären. Es liegt wahrscheinlich am Alter. Nein. Schlechter Witz, ich weiß. Über das Alter macht man auch keine Witze. Dementsprechend, wagt euch bloß nicht, über das Alter irgendwelche Witze zu machen. Das ist ganz böse. Sowas macht man nicht. Ein Stückchen. Ja, so ist es einfacher. So ist es leiser. Vielleicht höre ich einfach mal, wenn ich in der Hocke bin. Vielleicht ist es dann leiser. Wäre vielleicht eine Idee, oder? Könnte man mal drüber nachdenken. So, jetzt letzte. Fertig. Super, hat ja wunderbar gepasst wieder. So, das heißt, ich muss jetzt hier noch mal eine Reihe wegschaufeln, damit ich dann darunter gleich bohren kann, quasi. Dann lasse ich den Teil der Straße auch schon wieder anstürzen. Also irgendwie. Das ist echt sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, aber dann hat man wirklich halt einen guten Untergrund, um die Horde vernünftig. Wird gerne hier raus, danke. Um die Horde vernünftig zu verbringen. Weil hier drauf war, muss ich ehrlich sagen, schon geil. Als ich hier drauf gelaufen bin und die Horde auch hier drauf war, du hast alles gesehen. Hallo. Dann vorbei. Guten Tag. Huch. Wo kommst du denn her, mein Freund? Und hat dann irgendwas dabei? Gibt's doch nicht. Kannst du mal. Danke. Damit bist du weg. Könntest du jetzt auch mal. Komm, mach hinne. Wenn ich jetzt einmal draufhauen muss, mein Freund, dann gibt's Haue. Das, man muss nur drohen. Und der ist auch gleich fällig. Das ist sehr interessant, ne? Ich drehe mich um und auf einmal respawnt da vorne ein Zombie. Tja, so kann es gehen. Da bin ich auch nicht mehr überrascht drüber, dass ich auf einmal irgendwelche Zombies rumflattern habe. Wenn sowas kommt. Ja, das kriegen wir noch. So, ich glaube, dass der da weg muss, damit das da einstürzt gleich. Aber ich komme ja auch so noch hoch. Muss es ja nicht. Oh, hier ist Gravel. Immer noch Gravel.
Ja, das geht sich gut aus hier. Das geht sich gut aus. So, sehr schön. So, ihr habt euch doch sicherlich wieder gefreut, dass es jetzt wieder eine Baufolge gibt. Ich kenne euch doch. Ihr seid doch immer so verrückt danach. Grassy Ground. Machen wir mal komplett. Dann hat er was zu tun währenddessen. Und ich bin dann wieder still. Wir testen das mal eben. Ja, ein bisschen leiser ist es, ne? Aber nur ein kleines bisschen. Aber wisst ihr, was wir machen? Damit ich mit euch weiter quatschen kann, drehe ich jetzt hier von 35. Machen wir auf 17. So, dann gucken wir mal. Hört ihr mich noch? Ja, ich denke mal, ihr hört mich besser als vorher, ne? Also besser als die letzten Male. Ist auch angenehmer für meine Ohren, wenn wir jetzt das so machen. Und ich denke mal, wie gesagt, ich dürfte jetzt auch noch besser durchkommen. Im Gegensatz zum Bohrer. Ist natürlich trotzdem unangenehm. Da habt ihr schon recht. Weil es ist einfach immer noch laut. Aber da müssen wir halt mal irgendwann alle durch, ne? Mir ist so aufgefallen, die Nachladephasen sind immer das Schönste. Und ich glaube, ich gebe euch noch ein bisschen mehr Schonfrist, was das Spiel angeht. Ja, so ist erträglicher. Eindeutig. Mehr als eindeutig. Kommt ihr her? Bitte? Nein, ihr wollt nicht. Upsa. Da kriegt noch einer. Ja, danke fürs Mitbuddeln. Muss aber nicht sein. Und Leute, stellt euch mal vor, die habe ich nicht gehört. Die habe ich nur im Schatten heraus gesehen, als ich hier gerade unten gebohrt habe. Nur deshalb habe ich das jetzt realisiert, dass hier eine Wanderhorde vorbeiläuft. Bringen wir mal eben nach oben. Ali hopp. Sand, Nitrat? Wo habe ich den Nitrat her? Naja. Oh, ich ahne es. Unter mir ist ja eine Nitrathöhle. Hatten ja letztes Mal schon gesehen, dass da Nitrat ist. Ja, genau. Weiter geht's. Die Leichen wegmachen hier. Irgendwo war noch was drin. Schaufel zumindest. Ja gut, wir haben jetzt nicht alle Zombies erwischt. Das war klar. Ich bin ja auch relativ unentschlossen wieder rausgesprungen. Ich wusste jetzt nicht, na, springst du raus oder lässt es sein? Habe ich dann dazu entschlossen, doch noch rauszuspringen. 262. Aber, ja, wie gesagt, ich war ja unentschlossen, ob ich rausspringen soll oder nicht.
Hab's denn ja doch noch getan. Ja, immerhin. Haben sie mich nicht gesehen, die Zombies, und ja, wir hatten quasi die Chance rauszuhüpfen, so wie wir es wollen, und uns zu entscheiden, machen wir oder machen wir nicht. Hat ja auch Vorteile. Weil ich finde, eigentlich sollte so eine Wanderhorde nicht nur in die Richtung rennen, sondern sobald sie in die Nähe kommt, auch deine Peilung aufnehmen. Fände ich persönlich. Fände ich zumindest schön, wenn das so wäre. Ja, wenn so eine Wanderhorde, die rennt ja nicht ohne Grund in deine Richtung. Die ist ja, die hat ja schon eine Peilung von dir, ne? Wenn die dann deine Peilung komplett aufgenommen hat, dass die gut nachts dann vielleicht sagen, okay, die muss jetzt auf so und so viele Blöcke rankommen, dass die deine Peilung aufnimmt, sonst hast du eine Chance, dass du entkommst. Aber tagsüber, wo es hell ist, fände ich das nur fair, wenn die direkt auf dich zusteuern, wenn die dich da im näheren Umkreis haben. Das finde ich dann mehr als fair. Ja, der Orga macht immer eine gute Arbeit hier. Ich frage mich ja... Aha, da fängt's an. Ich frage mich ja, weil die ersten Einstürze kommen. Und da war's. Das heißt, wir können geschmeidig hier unten drunter sitzen bleiben. Das wird niemals so weit einstürzen, dass wir hier große Probleme kriegen. Blei sogar. Bisschen Metall. Ganz viel Erde. Massig Stein und Sand, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, weil Stein und Sand brauche ich ja für unten. Ah, der ist kaputt, auf Deutsch gesagt, der Orga. Dann machen wir doch mal den Orga wieder heile. Grassy Grounds. Pff, ist mir zu viel. 200 so wird reichen. Dann bin ich hier beschäftigt. Bisschen Taschenplatz haben wir heute frei. Hier gerade irgendwie nachgeladen. Da ist ja wieder ein bisschen Sprit aufgegangen. Das Problem ist, du weißt echt nie, wann du am Ende angekommen bist. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal hier vor, dann fällt einem sogar. Sitzt fest, glaube ich, oder? Was ist das denn? So viel zum Thema gerade Straße, ne? Wahrscheinlich bin ich schon viel zu weit.
Ja, ich bin ja mittig der Straße noch gewesen gerade, als ich geguckt habe. Also müsste ich die Straße eigentlich schon so weit haben. Ja, hier wollte ich eigentlich auskommen, Leute, hier. Könnte mal langsam ein bisschen mehr einstürzen, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Bis jetzt ist ja nur da hinten so ein bisschen halt eingestürzt. Müssen wir mal von oben gucken, wie das aussieht. Aber ich finde, ich komme hier erstaunlicherweise sehr gut durch die... unter die Straße, unter der Straße her. Knapp. Kannst du bitte aufstehen? Danke. Ja, geilo. Ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das dachte. Aber im Großen und Ganzen. Muss ich sagen. Doch. Das nächste Stück Straße ist safe. So. Zack. Löcher stopfen. Hier vorne können wir auf jeden Fall ordentlich reinstopfen, sehe ich gerade. Da hatten wir ja, glaube ich, eine ganze Reihe noch offen hier an der Reihe, am Rand direkt. Also ich hatte ja unten drunter hatte ich ja Luft, quasi. Können wir hier auch mal anfangen, irgendwann gleich die nächsten Frames draufzusetzen. So, dann geht das hier weiter. Hier ist ja bekannterweise meine Rampe nach oben. Dann machen wir auch gleich. Da ich ja jetzt aktuell gar nicht mehr nach oben komme, wie ihr sehen könnt. So, von dem ganzen Gras habe ich gleich bestimmt wieder Grasbüschel und Mass am Wachsen. Wie letztes Mal drehe ich mich um, nachdem ich alles abgeerntet habe. Fusch, wächst es direkt wieder nach. Oh, wie schön. Ach so, ich kann euch ja, da ich ja jetzt gerade nicht mehr... Machen wir mal wieder auf. Was war das? 35 hatte ich halt, ne? So. So, jetzt habt ihr auch dieses nervige Geräusch auf den Ohren wie ich. So, wunderbar. Das passt doch wieder. Finde ich gar nicht mal schlecht. Also, dass wir jetzt irgendwie Löcher stopfen, die jetzt hier noch so drin sind. Dass der Stein quasi oben drauf liegen bleibt. Das bringt uns natürlich jetzt weniger Sand und weniger Stein. Weil wir ja den Stein, den wir eigentlich jetzt von dem normalerweise Beton kriegen würden, jetzt nicht mitkriegen. Oder zumindest auch nicht mehr bedingt mitkriegen. Aber dafür müssen wir weniger Löcher stopfen. Und weniger von dem Zeug hier ausfüllen. Also ich finde, es ist einfacher, ein paar Löcher so zu stopfen, als eine ganze Fläche mit dem Zeug hier. Weil es ist doch schon extrem nervig. Wenn du einmal angefangen hast hier. Und dann fällt dir erstmal auf, wie viel Arbeit das eigentlich ist gerade. Vor allem dauert es ja auch extrem lange, dieses Grassy Ground Zeug hier zu craften und so. Kommt ja noch dazu. So, das lassen wir mal. Das machen wir mal. Bis hier ist, glaube ich, auch in Ordnung. Hier so. Ist da so, würde ich sagen. Machen wir mal zu. Ja. Könnt ihr mir mal sagen, also
Ich habe ja bis dato immer so Folgen gehabt, wo ich jetzt weniger gebaut habe, sondern mehr. Ja, anfangs waren es halt mehr Lootausflüge. Später wurde es dann immer mehr so Händler abklappern, Händler abklappern, Händler abklappern und Händler restock, nochmal Händler abklappern. Und vielleicht mal das eine oder andere machen, aber jetzt im Moment bin ich ja mehr hier die Straße am machen. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das findet? Ob das für euch interessant ist? Oder ob das eher langweilig ist und sagt, ja, ich warte lieber, bis Render wieder das ordentliches macht. Der Keil sieht. Aha, das. Ja, da bin ich. Boah, so bin ich ab. Boah. Also hier bin ich abgedriftet. Das sieht man ja schon. Ja, könnt ihr mal sagen, wie das für euch so ist? Würde mich interessieren. Weil ich finde es mal, ehrlich gesagt, ganz interessant, was anderes jetzt zu machen, außer ständig diesen, wie heißt es denn, diese, ach Leute, wie heißt es denn jetzt, was suche ich denn gerade für ein Wort, Mann? Sag doch mal, ständig diese Händlerabklapperei und Rumfahrerei. Da lobe ich mir doch schon mal hier das ein oder andere, die ein oder andere Arbeit am Heim quasi. Ich muss mal überlegen, habe ich meinen Elektrozaun repariert? Oder habe ich das dieses Mal wieder vergessen? Müssen wir uns gleich mal angucken. Ich habe ja die Wrench dabei, glaube ich, ne? Ich hier gerade in die Richtung gehe. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Ich habe schon wieder einen zu viel gesetzt. Ich bin der Meinung, ich habe ihn repariert. Kann mich aber gerade irren. Deshalb, wie wir sehen, ich irre mich. Ich irre mich. Okay, wir müssen auf jeden Fall vor der nächsten Horde den E-Zaun noch reparieren. Auf jeden Fall Licht quasi. Ne, da oben drauf wollte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt noch was versucht. Gucken, ob das so besser ging. Bis jetzt komme ich noch nicht besser klar damit. Machen wir lieber direkt am Stück hier. Das wäre doch lieber. Da fehlt noch einer. Da fehlt noch einer, da und da. So. Boah, okay, jetzt kommt das Mühselige wieder an der Arbeit. Dass ich das letztes Mal schon gemerkt habe, dass es einfach nur nervig ist, nämlich dieses Setzen der Frames. Ich meine, das Aufwerten der Frames geht da noch. Da gehst du hier rüber und da siehst du hier, was du gemacht hast. Hier hast du unter Umständen irgendwas vergessen. Hast du irgendwo noch ein Loch drin. Geht es dir am Sack. Nervt es dich. Und die Fläche, die wir hier gemacht haben, ist jetzt auch nicht gerade klein. Und wenn er bedenkt, wie viele Woodframes ich von. Woodframes sag ich schon. Reaper-Frames ich noch habe. Was für eine Fläche wir damit machen könnten. Das war echt gigantisch. Ah, hier habe ich. Okay. So, das war das auch. So, und hier war noch einer. Gut. Tja. Irgendwie wird das nicht voller. Vielleicht soll ich im Kreis gehen, was meint ihr? Ist es vielleicht angenehmer, wenn ich im Kreis gehe? Kann ich einfach nur setzen, ne? Und wenn ich einen vergesse zwischendurch, sehe ich es ja in der nächsten Runde quasi. Es sei denn, es sind jetzt die Ecken, dann sehe ich es natürlich nicht. Oder so wie hier halt. Ja, sammle ich den Mist auch wieder ein, ey. Ich dussel. Warum sammle ich das überhaupt ein?
Ja. Gleich sind es 500 Stück. Noch nicht ganz, aber fast. Weg damit. So, wunderbar, perfekt. Boah. Leute, das ist einfach nur furzlangweilig gerade. Fällt mir gerade ein Witz ein? Eigentlich nicht. Wenn einem von euch ein Witz einfällt, den ich nichts mehr vortragen soll, dann möge er bitte diesen in den Kommentaren schreiben. Vielleicht erbarme ich mich dann mal, irgendwas zu erzählen. Während ich hier die Dinger setze, weil groß konzentrieren kann ich mich hier nicht. Naja, gut, okay. Wir sind ja gleich fertig. Mit der ersten Ecke hier, dann werten wir die noch auf. Ich bedenke, für 500 von den Dingern brauche ich 5000 Concrete Mix, richtig? 10 Stück brauche ich für so ein Dingen. Oder waren es 20 Stück? Ich glaube, wir müssten noch ein bisschen mehr Concrete machen, ne? Fertig, Junge. Und da habe ich keine mehr. Zack. Aber man muss jetzt schon sagen, mir gefällt's. Und bevor ich jetzt irgendeinen Fehler mache, mache ich das so. Werten wir erst den da drunter auf und dann haben wir den hier oben. So. Ja, so, jetzt das fröhliche Aufwerten, das ist ja auch noch dabei, ne? Müssen wir erstmal ganz kurz sagen. Bum, 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 bum. Mein Gott, ey. Ging das früher nicht mal schneller? Dass man das einfach mal. Naja, ich brauche 10 Stück pro. Das heißt, mit den 2000, die ich hier habe, komme ich nicht weit, ne? Ah, ich habe mehr als 2000 mitgenommen. Ich habe 4000 mitgenommen. Gar nicht mal schlecht. Da kommen wir dann zumindest mal ein bisschen weiter mit. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir hiermit bis zum Ende kommen. Mit den 4000 Concrete. Da brauche ich schon ein bisschen mehr. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Construction Tools auf 74. Sehr cool. So mache ich auch noch meine Level langsam. Das späte Bauen hat also auch seine Vorteile. Es bringt auch noch Erfahrungspunkte im späteren Level. Gucken. Mal gespannt, ob was bei der nächsten Horde hier noch mal eine Verbesserung bringt. Gut, wir sind jetzt noch nicht fertig. Wir gehen jetzt die Strecke noch ein bisschen weiter in die Richtung. Dann müssen wir einfach nächstes Mal auch gucken. Das war jetzt noch so ein bisschen. Eine Runde kriege ich noch hin, glaube ich. Das war jetzt noch so ein bisschen Fläche quasi machen. Ja, so ist doof. So bewege ich mich viel zu langsam. Ja, das war schon okay so, wie ich das vorhin gemacht habe, hier mit dem Hin- und Hergehen. Dunk, 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 dunk. Ah, schon wieder Construction Tool Level. Cool. So muss das sein, Leute. Genau so muss das sein. Und gleich macht's Pling und ich habe keinen Zement mehr in der Tasche. Oder?
Ja, geht doch. Wusste ich's doch. Ja, geil. Aber ich find's bis jetzt, muss ich mal sagen. Na, komm, von oben. Richtig genial. Ist es einfach zu viel, was ich jetzt wieder dabei habe, aber ich wollte es aber mitgenommen haben. Ja, wenn ich es bedenke, nochmal so ein Stück geschafft. Kann ich nicht meckern. Okay, ich habe auch schon wieder eine 30 Minuten Folge voll und ich habe jetzt nur eine Verabredung. Dementsprechend, ich werde jetzt hier nochmal ein Stückchen auf mit euch und verabschiede mich währenddessen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Staffel, also Aufnahme, Staffel, also Aufnahme Session, so ist das Wort, was ich suche, wieder. Und ja, währenddessen lassen wir es noch ein bisschen trocknen hier. Ah, seht ihr? Habe ich halt vergessen. Ja, sowas passiert halt. Ja, nicht schlecht. Ich wusste, irgendeiner muss immer überbleiben. Ne, irgendeiner muss immer überbleiben. Na, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Wette das allerdings noch mit euch zu auf und dann geht es für mich auch rein und aus der Session quasi erstmal raus. Ja, wenn ihr hier Vorschläge habt, Verbesserungsanregungen habt oder sowas, ne? Immer gerne her damit. Immer gerne her damit. Die nächste Horde kommt am Tag 91. Ich denke mal, das hier werde ich auf jeden Fall noch um einiges fertig kriegen, noch ein Stückchen verlängern können. Bis zum Friedhof komme ich damit auf jeden Fall noch, denke ich mal. Dann machen wir am Friedhof erstmal einen Cut vielleicht. Und dann gucken wir mal, ne? Dementsprechend. Gut, so, jetzt aber, ihr Lieben. Ich bin weg für heute. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis morgen. Tschüssi.